Ist okay. Skadi hat schon heute hier gesagt, Mama. Und Mama hat gesagt, ja, Ameisen, Ameisen. Ja, das sind Krümel. Kannst du das vielleicht machen? Haben wir die größten Krümel entfernt. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist Montagmorgen. Sonntag gestern, ja, war ganz schön, war ganz schön voll mit Leuten und so. Kaum Erholung, weil Geburtstagsfeier von meiner Frau, der Vater ist 70 geworden. Und das haben wir bei uns gemacht. Aber es war schön. Bloß natürlich viele Leute. Also Erholung war das nicht für mich. Jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich im Laden. Jetzt hoffe ich, dass heute ein bisschen was passiert. Im Gegensatz zum Samstag. Da war ja wirklich. Boah, da war ja nichts. Ey, war ja Totentanz, ja. Gucken wir mal, was so geht. Heute wird es wieder heiß. Heute sprenge ich wieder hinten in den Garten ein bisschen. Ich muss unbedingt in meiner anderen Bude die Palme gießen. Mann, das weiß ich auch dauernd. Morgen. Da hat der kleine Sklave von denen, der die Matonne immer rausholt, nicht geschafft. Du hast nicht geschafft, die Tonne rauszuholen? Müssen Sie zu zweit mit anfangen? Nein, nicht bitte. Sondern zeittechnisch. Und ich fand das richtig arschig, hier dieser auf dem Auto drauf, die zwei Jungschen, agil, der eine blieb sitzen im Auto und dann haben sie gewartet. Und der andere stand oben, so ein Muskel, so ein Aufgepumpter, so ein Fitnessstudio-Gänger. Stand dann oben so ein Jungscher, 20, 25, 22, 25 Jahre, irgendwie so. Und haben ihm zugeguckt, wie er die in die Tonnen reicht. Also das fand ich unmöglich, da wäre ich doch mitgelaufen und hätte die Tonnen mit hochgetragen. Sonst immer alle runter. Zeittechnisch, na machen sie ja nicht mehr. Jetzt haben sie es ja versucht an irgendeine andere Firma und der hat es nicht geschafft, der ist nicht hinterhergekommen. Der hat den die Tonne rausgeschmissen und dann haben sie hier drüben alles stehen lassen. Wa? Denn, weil das hat er ja nicht mehr, das hat er nicht gepackt. Dann kam er damit eine Tonne raus da vorne, dann sind die schon um eine Ecke weitergefahren und er, halt, Tonne. Und ist er denen hinterhergelaufen. Total bescheuert. Also voll die Arschgeigen. Das ist nicht mehr die alte Granate, die alte ist ja weg. Der sonst immer Papier geholt hat, wisst ihr? Der ist ja weg. Ich dachte, somit ist die neue Generation, ey. Die haben die Aufgabe, wenn die Tonnen draußen stehen, nimmt er sie mit. Da wo die Tonnen stehen, nimmt er sie mit. Die gucken nicht links, nicht rechts. Jetzt ist denen scheißegal. Ist nicht meine Aufgabe fertig. Sagen wir mal die Pumpe aus, ne? Ja. Ja, so funktioniert das nicht, oder? Die Leute müssen wieder Aufgaben aufkriegen. Sprich, Müll abholen fängt an der Müllladestelle an, also am Müllplatz und nicht irgendwo am Straßenrand. Machen die anderen noch hoch? Also die Glasleute, die haben den schwersten Job. Okay, die buckeln da manchmal, ey, die Tonnen sind so voll manchmal, ey. Und das die bisher verfickten Treppe. Da könnt ihr verstehen, dass die irgendwann mal sagen, haben sie keinen Bock mehr drauf. Aber die mucken ja nicht.
Tonnen sind voll bis Oberkante. Und die kommen alle zwei Wochen. Und die ziehen die Dinger hier hoch, kippen aus, fertig, und haben jede Tonne ist schwer bei denen. So witzig, die wirklich schwere Arbeit haben, beschweren sich ja nicht darüber. Und die so leichte Arbeit haben, die nach schwerer aussieht, die meckern rum. Ja. Kennt ihr sowas, wenn euch das auch weh tut, wenn jemand anders das erzählt, dann tut es auch immer weh? Oder... Ich hab sowas. Nee, erzähl nicht. Hey Nuki, guten Morgen, na? Waschen, ja, fresh, fresh. Ja. Papa, ich habe noch keinen Fuß. Ich kaufe mir keinen Schuh wegen meinem kleinen Fuß, wo das so ein bisschen aufgeht. Na komm, mach mal jetzt. Pass auf bei der Straße. Ich habe Croissants. Bike Power. Bike Power. Und dann Dakota. Nicht schlecht. Ja, die haben in den 90er Jahren alle Trophy stehen auf die Räder. Ist der erste Auftrag da? Erstmal Geld. Jetzt ist es ja langweilig. Man weiß ja, wie viel hier rein passt. 234 Euro für die, die es nicht mitbekommen haben. 234 Euro passen hier rein in die Box. Das. Dieses Fahrrad wurde repariert in einem anderen Laden. Und fährt sich irgendwie beschissen, meint er. Also ich weiß ja nicht, wer das repariert hat. Genau das wurde wohl repariert. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da das Problem ist, weil das ist nicht repariert. Also das ist nur, wenn man Öl drauf schmiert. Also hier ist Öl ohne Ende drauf. Ja, hier irgendwelche Schmierstoffe sind hier drauf. Und jetzt voll zugekleistert mit irgendeinem Scheiß. Das heißt nicht Reparatur. Das ist auch falsch zusammengebaut hier, diese Scheibe hier. Die gehört nicht dahin, die gehört wenn dann hinter den Gummi als Abdichtscheibe. Und ich befürchte fast, hier ist kein Lager mehr drin. Also wo sollen denn die Kugeln sein? Das geht doch nicht. Ich meine, das rollt natürlich irgendwie, aber... Das kann es nicht sein. Ich baue das mal aus und dann schauen wir mal gemeinsam rein, was da los ist. Könnt ihr mir ja auch mal sagen, was ihr davon haltet. Wenn jemand sowas repariert und dann eben so rausgeht aus dem Laden, ob man dann nicht gleich zurückgeht, vielleicht zu dem Laden besser, wo man das gemacht hat, weil wenn er jetzt hierher kommt, soll ich ihm sagen, kostet ja noch Geld, ne? Alles. Ist ja auch Arbeitszeiten, alles. Er zahlt ja doppelt. Ich habe ihm gesagt, so wie das aussieht, wenn er damit weit gefahren ist, kann man da eh nicht mehr machen.
Weil dann ist die Narbe kaputt. Wenn die Narbe kaputt ist, was willst du denn da noch machen? Also dein neues Hinterrad. Zuerst aber mal einen Schluck zu trinken. Heute ist wieder warm, auch wichtig. Ich fange an, ich baue aus, mach den Schnellspanner auf und schraube ihn mal komplett leicht raus, weil das ist dem auch mal nicht. Die Narbe ist ja offensichtlich auch auseinander gedreht oder die Achse ist gebrochen. Jetzt nehme ich das Hinterrad raus. Wenn es jetzt halt rausfällt, links und rechts auseinanderfällt, ist es klar, ist es kaputt. Da sind keine Kugeln drin. Also ihr könnt wetten, hier sind keine Kugeln drin. Kommt mit, schaut mit drauf. Wie ist ja nicht wo am besten? Auf der Werkbank. Machen wir auf der Werkbank. Die Optik ist doch ganz nett, oder? Also jetzt nehme ich das mal hier ab. Was denn das? Diese Ding hier, das ist ja so sinnlos. Kohleschlüssel. Fünfzehner. Siebzehner. Jetzt kommt Kundschaft, natürlich. Ja, bitte. Komme. Mir juckt die Nase hier im Keller, ist ja Wahnsinn. Also gucken wir uns das nochmal an, genau, wie, was hat wer, wie denn zusammengebaut hier. Also als nächstes sehe ich schon mal, ist ein Konus verbaut. Das geht natürlich nicht. Was sucht der Konus da? Wie kann ich denn hier einen Konus verbauen? Also sprich, hier ist das Teil verbaut, wo die Kugeln eigentlich drin laufen sollten. Also gehört das Teil doch nach innen. Ey, wer baut denn so zusammen? Das ist ja... Das Teig echt noch nicht erlebt. Sieht man, ne? Das Teil ist, da laufen die Kugeln, ist die Kugellauffläche. Sieht aber noch ganz gut aus. Ja, ist ja klar, ist ja auch keine Kugel drauf. Und dann das Distanzstück, was eigentlich hier hinter... hinter den Abschlussring so gehört. Dann irgendeine dicke Scheibe. Ne, zu einem Kugellager, einen Industrielager haben sie drin gedrückt. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Moment mal, die haben ein Industrielager reingebaut. Ne, das kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Was das ist, weiß ich nicht. Das war vielleicht mal ein Lager, ist aber breit gewalzt. Also da passiert auch nichts mehr. Das ist 100% ein Lager. Das ist auch schwer. Das zerdrücken wir dann mal und gucken mal, was das sein sollte. Ist aber natürlich von den Kugeln, die hier laufen sind, jetzt breit gewalzt. Zugewalzt. Und die Kugeln sind vorhanden. Die sind drin. Okay, ich mache ein bisschen Fett dazu, schraube das richtig zusammen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Kommt der Konus hier rauf? Vorher teste ich aber natürlich die andere Seite. Zieh mal kurz raus und schau mal, wie die zusammengebaut ist. Aber die ist in Ordnung. Die ist in Ordnung, die Kugeln sind drin, Fett ist drin, die läuft gut. Also auf der Seite hat wirklich jemand gebaut, der sich nicht wirklich auskannte. Das ist ja alles nicht verwerflich, aber man muss sich schon merken vielleicht, wie ist sowas zusammengebaut, damit man eben so eine Fehler nicht macht. Die 17 und die 15. Den halte ich jetzt mal hier dazwischen. Er ist ein bisschen vergriest, das merkt man schon. Ja? Ein bisschen vermokst.
Ah, okay. Noch ein Stück mehr, tatsächlich. Läuft aber gut, es läuft schön sauber, alles kratzt nicht. Schön, läuft schön satt im Fett, fantastisch. Also man merkt es, kein Spiel. Super, was das hier sollte mit dem Industrielager, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich jetzt viel zu lang hier. Hier gehört definitiv ein anderes, so ein breites Distanzstück rein, auch auf die Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und so dick ist natürlich kein Rahmen, ne? Also da muss natürlich noch mal drauf. Also irgendwie fehlt das Originalteil. Wenn ich das jetzt hier aufmache, das ist okay. Perfekt. Na super, wenn die Aufnahme jetzt nicht geworden ist, dann bin ich deprimiert. Also, das Hinterrad haben wir jetzt repariert, auseinandergebaut, neu geschmiert und optimiert wieder eingebaut. Da war halt alles verkehrt rum zusammengebaut. Der Konus war außen eingebaut. Die Kohlen liefen innen mit dem Industrielager noch davor. Total schlimm. Jetzt bauen wir ein und gucken mal, der Rahmen ist auseinandergedreht natürlich. Mittlerweile. Jetzt bauen wir das ein und schauen mal, ob das fahrbar ist. Naja, sehr gut. Läuft. Wackelt nicht. Bremst natürlich nicht wirklich. Erster Rad fertig für heute. Ich bin total eitel, sagt der Kollege hier. Der muss es ja wissen, hier Maske, Regie und ja, alles in einem. Der lebt es ja dauernd. Es gibt leider auch irgendwie morgens irgendwie 2 Stunden vor der ersten Kameraaufnahme. Ja. Na du. Icke! Ja. Oh Gott. Dann müssen wir ja was fehlen. Deswegen stehst du doch so früh auf. Oh, was ist denn nur los, Alter? Ich wollte dir so gerne mein neues Spielzeug im Auto vorführen. Oh, was hast du denn da? Also, ich habe sehr... Gummipuppe. Nee, ich habe für 15,99 Euro oh. einen Lichtschlauch eingebaut, so einen LED-Lichtschlauch mit Wechsel, irgendwie Farbwechsel und so weiter. Pornobeleuchtung. Genau, Pornobeleuchtung. Das hat doch mal der Typ vorher ab aus Hamburg hier. Die Autos immer überall abstellen und dann so diese Fake-Mobile. So kommt es auch, wenn du da richtig rot drauf aufdrehst, irgendwie sieht es ja, genauso aus. Ich hab den nicht schon zu Hause. Nee, aber. Naja, nee, wie viele Frauen hat er, ja, fragt er. Also, nee, aber was mich eigentlich freut, ist hier, sind diese. Diese Schienen, ja. Ne? Kabelschutz. Kabelkanäle. Bremszug ist gerissen. Das wurde letztens auch schon mal repariert, aber nicht hier. Und da hat sie gemeint, das wurde neu gemacht. Und als ich es jetzt auseinandergebaut habe, war es nicht neu. Also man kann natürlich jetzt in Frage stellen, wann heißt denn letztens?
Aber das war nicht neu, das ist mindestens schon ein Jahr her oder so. Und das ist ja auch nicht neu, ist total verrostet und oxidiert. Das muss neu. Ja, dann mache ich dir jetzt neu. Neuen Bremszug. Zughülle. Und der Zug ist auch neu. Verloren gegangen ist auch die Anschlaghülse hier für die Bremse. Natürlich. Die machen wir auch neu. Und am Ende ist es halt so, wenn ich sage neu, meine ich auch neu. Ich meine wirklich jedes Teil neu. Und dann muss ich dann den Kunden natürlich auch so einbauen. Ich kann ja nicht sagen, ich mache dir neu und baue ein gebrauchtes Teil ein. Wenn ich sage, ich baue ein gebrauchtes Teil ein, dann baue ich ein gebrauchtes Teil ein. Und das sage ich dann jedem Kunden auch an. Die Diskussion hatten wir auch schon mal. Aber damit es keine Unstimmigkeiten gibt, sage ich es immer an. Dann nehme ich ein gebrauchtes Teil, dann kostet es nur so und so viel. So. Fertig, das war's. Jetzt wird gekürzt, Kappe auf. Und Feierabend. Ja, liebe Leute, hier haben wir ein Traumstückchen aus dem Hause Vinora. Naja, der Vinora Highlander. Moin. Schau mal, ich frage mich mein Fahrrad hier. Ja. Und hier wollte ich fragen, wie das geht. Wie das geht? Ja, ich habe eine Pension, die ist ziemlich locker und die fällt mal raus. Tja, Jugend braucht Hilfe, dann machen wir das doch mal schnell. So, das machen wir wieder so nebenbei. Ja. Zur neuen Klapperkiste fährt er hier durch die Gegend. Na gut, okay, was wollte ich sagen? Eigentlich haben wir hier ein wunderschönes Rad aus dem Hause Vinora. Wunderschön, ist auch geprallt, aber Modell Highlander hatten wir ja schon. Naja. In einem schlechten Zustand. Die Bremsen funktionieren nicht wirklich mehr. Da ist nicht wirklich mehr was zu holen. Die haben keine richtige Spannkraft hier. Da ist nichts zu löten. Hier steif. Bremsen müssen ausgetauscht werden. Ich sag mal so, bei diesem Prachtstückchen ist das Budget, jetzt haltet euch fest, ich konnte selber nicht glauben, das Budget von diesem Fahrrad, um das wieder aufzubauen, sagt er, ja, 400 Euro. Was? Zur Hölle, 400 Euro. Die braucht man ja auch, um das vernünftig aufzubauen. Das ist ja alles richtig. Also keine 400, aber vielleicht 320 Euro haben wir mal durchgerechnet. Ist man schon, wenn man vernünftig Licht und dies und das und jenes. Ein neues Hinterrad muss drin zum Beispiel. Ja, alle Bremsen komplett neu. Bist du schnell bei dem Preis? Ach, 400, was ist von sicher? 400 Euro. Respekt. Ja, unglaublich, ey.
Du kommst runter? Ja, ich bin schon. Na ja, hallo? Ja. Ja. Ich bin rausgekommen. Papa? Ja? Sind das Ersatzschraubenzieher? Nein, das ist mein Werkzeug von Gebrauch. Aber wie nennt man das? Maulschlüssel. Hafensäge? Maulschlüssel. Maulschlüssel. Ach so, Papa, einer von den Maulschlüsseln kann das bewegen. Aber ich weiß bloß nicht mehr die Größe. Wie so klein. Richtig. Zusammengebaut? Damit bestimmt nicht, aber es ist 14, das ist richtig. Achtung! Achtung! Falls ihr wieder in eine Glasscherbe reinschaut, das ist ein Ding. Und da vorne ist alles in Ordnung. Papa. Da vorne ist alles in Ordnung. Katastrophe ist das, Leute. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn mit dieser Batterie los? Die läuft nicht mehr. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Energie. Ich
Das Felgenband ist durch gewesen hier. Hier müssen neue Felgenband drauf. Das mache ich jetzt. Und dann mache ich noch ein Rad und dann bin ich durch für heute. Mann, 20.04 Uhr. Ich schaff es nicht. Okay, hier haben wir das Diamant-Elan von der Superkundin heute, die es verwerflich fand, offensichtlich verwerflich fand, dass ich kein Handy habe und dass ich sie auch während der Arbeitszeit nicht anrufen kann. Im Moment kann ich keinen anrufen, kann ich nichts machen, ich schaffe das einfach nicht. Ich kann nicht hier anfangen zu telefonieren, draußen stapeln sich die Leute. Das geht nicht und deswegen sage ich lieber nein, danke. Komm vorbei morgen und dann können wir reden, wenn was ist. Jetzt teste ich gerade die Reifen vorne, hält er die Luft, wunderbar. Hey, guck mal. Ja, hier hinten nicht, hier hinten ist er platt. Ist er. Ja. Dass es mir doch gelobt, ist ja ganz gut. Ja. Zisch die Luft raus. Also muss man einen Schlauchwechsel auch machen. Hier ist der Scheck einmal angedacht und der Schlauchwechsel jetzt. Das muss halt sein. Hatte ich ihr gesagt. Soll sein, soll sein. Pumpst dann auf, stellst in die Ecke und den Rest mache ich morgen. Das muss ab hier. Wenn es sich löst, abmachen, ansonsten verfängt es sich. Was mir gleich auffällt, ist der Verschleiß der Felgen. Die sind runter, die sind durchgebremst, abgefahren. Also ich weiß auch nicht. Die wird sie mit Sicherheit nicht neu machen wollen. Also mit Sicherheit nicht. Meint ja schon, für 150 Euro kriegst du das Rad hier im Neuzustand. So, dann pumpen wir mal auf. Schaut selber hier, Pedalen, hier sind keine Kugeln mehr drin auf der Seite. Die haben sich komplett hier rangezogen. Das sieht man nur hier, hier gucken sie raus. Hier guckt die Pedalachse raus, da sind keine Kugeln mehr drin und die Schaben jetzt hier. Jedes Mal am Tretarm. Voll defekt, die müssen getauscht werden. Also, das Mietrad, das kaputte Mietrad habe ich jetzt auch noch fertig gemacht. Ich sage jetzt fein gute Nacht. Es ist jetzt gleich 10 Uhr. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.